Jiggis, hallo da draußen, willkommen zu einer weiteren Folge Jump League alleine. Und ja. Ja, egal. Willkommen zu der Runde Jump League und ja, sorry, dass gestern kein Video kam. Hatte ich dann gestern echt keinen Bock auch. Obwohl gestern Montag war. YouTuber. So. Geht's auch direkt los mit Jump League. Keiner weiß sagen wollte jetzt gerade, aber. Ja, ich hätte gestern eigentlich was gebracht, nur war Sky PvP auf Nerox ganze Zeit in Wartung und deswegen konnte ich auch nichts bringen. Mit Gamble bringe ich halt jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr, denn ich habe da einfach keine einzige S4A3 mehr. Da ich ja letztens halt ausgetimt bin, also Server gestoppt wurde. Naja. Statt die jetzt mal ankündigen, einfach mal schließen wie Nerox. Und ja. Möchte ich direkt mal was ansprechen, was Nerox betrifft. Es wird auch einen kleinen Sky PvP 1 Reset geben. Das heißt, die OP-Items werden weggenommen, also die man bei ESO auf Aiden und Rerix hoffen konnten. Schutz 5 halt und diese Gizmus-Zauberstäbe und alles, aber ja, das ist ja nicht unser Problem. Das ist deren Problem, Leute. Schreibt mal alle im Forum, dass es nicht unser Problem ist. Das ist einfach deren Schuld. Dann sollen die uns das nicht wegnehmen. Wir haben so viel dafür bezahlt auf ESO auf Rerix. Das war so teuer. Also, bis mal so bei Aiden, aber es war arschteuer. Außerdem habe ich auch eine Cloud PvP.net OP Spitzhacke, Rüstung und noch ein eine, also diese Müllrad Schärfe 1, Rückschuss 2 und Verbrennung 1, die gab es damals letztes Jahr, Leute, zu Ostern, wo es ein PvP Battle gab, wo ich dann gewonnen habe noch. Und seitdem habe ich die noch in meiner Ender Chest gehabt. Meine Ender Chest ist immer geblieben, irgendwie komischerweise, oder habe halt wiederbekommen. Nun wird es halt weggemacht, wohl, was ich auch relativ scheiße finde. Denn es ist ja immer nicht, ist auch nicht unser Problem. Dann ist es ja, beziehungsweise eigentlich auch Noahs und Aidens Problem. Und Rerix Problem. Wenn die halt, wenn die halt so eine Scheiße rumgeben und so. Und was noch dümmer ist. Zurzeit gehen ja Schärfe 100 Schwerter rund und ja, die können halt nur von Rerix oder von Admins oder vom Noah kommen, ne? Weil niemand auf dem Server hat OP, außer halt die Leute, die 4 Admins, glaube ich. Owner, also Noah, aber ich denke nicht, dass er was machen würde, und halt Rerix. Außerdem könnte es vielleicht ein Developer sein. Vielleicht haben die da mal nachgedacht. Aber, tja, deren Problem, ne? Okay. Heute meine erste Runde Jump League. Generell meine erste Runde Minigames heute. Also, na, nicht wundern, wenn ich gerade so schlecht bin. Und ja. Noch was, Masi wurde auf Sky PvP bzw. auf Nerox halt gebannt wegen Minimap. Das ist sein Problem. Und er wurde jetzt auch schon wieder entbannt, was ich echt dumm finde. Wenn er Minimap benutzt, er schreibt Entbannung mit einem N und mit D. Und der Typ soll 14 sein, wurde mir gesagt, aber weiß ich nicht, kann das stimmen, ist mir auch egal. Aber komisch, dass damals Tryhard PvP oder damals, wo es Lady Mod und so noch nicht erlaubt war auf Nerox, also wo es noch nicht erlaubt war, wurde Tryhard PvP auch gebannt wegen, ja, Client-Nutzung halt, wegen dem Lady Mod in der Aufnahme, gebannt. Wurde dann noch nicht entbannt, aber dann in einer Zeit schon. Und zum Beispiel andere Leute, die null gehackt haben, wie das Ente, wurden zum Beispiel permanent gebannt, weil das Bannsystem einfach so scheiße ist gemacht, so scheiße vor denen gemacht ist, dass jeden Tag kommen da 20 Tage dazu. Was echt relativ dumm ist und ja. Wer hat denn diesen Sky PvP 1 Reset wieder geplant? Natürlich der alte Dev Streifen, aka der Admin Waldo. Danke an dich,
Ihr werdet so viele User wirklich verlieren, wenn komplett alles weg ist. Ihr werdet alles verlieren. Ihr werdet alle User verlieren. Glaub mir, ihr verliert auf jeden Fall mich und ihr kriegt so dermaßen welches auf den Sack. Dann kriegt ihr halt endlich mal die Rechnung. Ja, aber ist ja nicht mein Problem. Und ja. Okay. Ach Mann. Komm, wir machen jetzt mal eine kleine Challenge. FOV 30. Alter. Yo. Das ist ja voll pervers. Okay, das kann ich nicht. Quake Pro, okay. Viel besser. Ey, warum bin ich mir gerade so schlecht? Sorry, Leute, aber ich muss halt dieses Video raushauen und noch was. Vielleicht wissen es die meisten. MC Master Premium auf Nerux. Und wie er das geschafft. Natürlich, er hat sich ergammelt. Er schreibt in den Chat, kann mir jemand Premium kaufen? Und es wird ihm auch noch gekauft. Ey, Leute. Kann ich verstehen, dass ihr seine Fans vielleicht seid, aber der Typ ist 16. Er geht arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da verdient, aber er könnte sich, glaube ich, kann sich im Monat locker dreimal Lifetime-Prämie auf Gomme leisten. Und hat sich damals Prämie auf Gomme von einem anderen gegammelt. Von angeblichen Freund, was ich an unseren echt nicht mehr glaube. Und Leute, ich will euch nichts andrehen, aber sowas finde ich einfach armselig. Ich mag MC Master, aber dass er sowas abzieht, das ist schon das zweite Mal. Oder dritte Mal sogar. Und langsam habe ich echt keine Lust mehr, Sky Area aufzumachen. Weil MC Master mal ganz halt so scheiße macht. Er bannt unnötig. Und ja. Kommt immer so spät online am Wochenende, samstags. Er ist den ganzen Tag zu Hause. Er ist 16 und darf nicht an den PC. Er war erst um 3 Uhr am PC oder so, oder abends mal um 6 erst. Und sieht's als kleine Themenrunde hier. Die Jump League-Folge. Oh mein Gott. Ja, wir haben es geschafft, endlich mal hier hochzukommen. Nice. Okay, aber ja. Leute, ich will, wie gesagt, euch nichts andrehen. Es ist zwar schön, wenn ihm jemand Premium kauft, aber dass er dann auch so rumgammelt, ne? Also, habe ja gerade gesagt, wir haben schon keinen Bock mehr, Sky Area aufzumachen. Oh mein Gott. Ja, wegen Marcy. Haben Felix und ich jetzt, überlegen wir gerade mal was, was man echt machen könnte. Oder wir werden halt komplett alleine eröffnen. Und da kann auch ums MC Master kein Hate, sagen wir es so, reinbringen. Theoretisch gibt es dann nur endlich mal wieder Frieden im Team. Sagen wir es so. Denn meistens hatten wir jetzt letzte Zeit Streit. Das lag an Felix, weil er auch mal gern schnell ausrastet. Was jetzt aber nicht mehr so langsam ist und ja, falls das Video sehen solltest, MC Master. Hast du ja jetzt gehört, ne? Easy. Wollen wir den nicht killen, Alter? Es nice. Sweet. Full Leder, Holzschwert. Lol, erstmal direkt hier. Easy, hat doch nicht mal. Der hat doch nicht mal Essen gehabt. Der hat Labelmut drin. Ja. Das hat man gemerkt an seinen Animationen. Das. Oh, aber egal. Und ja. Ihr fragt euch bestimmt, ey Luke, warum immer so viele Intros? Ja, das liegt daran, da mir die aktuell nicht mehr so gefallen und das alte erste von Vision FX. Das fand ich ja eine Zeit lang richtig geil. Aber jetzt gefällt es mir halt nicht mehr. Deswegen kommen halt so viele Intros in letzter Zeit. Frage ich Leute an, halt, die kostenlos machen. W
Vision FX wird mir jetzt noch ein V4 machen. Und ja. Wow, hat ihm so viel gebracht. Ja klar. Erstmal am Laggen. Nice. Oh. Ja. Wie gesagt, wenn noch vor 4 Folgen neue Designs werden kommen, werde ich mir zwar jemanden gönnen. Ich meine, hier clean up oder auch nicht. Ja klar. That unlegit hits, Alter. Oh mein Gott. Alter, mir mega gutes Equip. Ich würde aber gerne mal diesen Klecks erklatschen. Oh mein Gott, da will er clean up, ne Bastard. Erst will er clean up und jetzt will er die Kiste looten. Klar. Wenn er es jetzt deswegen bekommt, ne? Scheiß Cleanupper. Ja, würde ich trotzdem sagen, das war's mit der Folge Jump League. Wenn es euch gemacht hat, lasst gerne einen Daumen da rum da. Themen. Vielleicht waren sie interessant, langweilig. Mir egal. Und ja. Ciao.